Herzlich willkommen in der Borkener Stadtkirche. Wir feiern die Andacht zum Reformationstag im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im 5. Kapitel des Galaterbriefes schreibt Paulus: Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christus Jesus gilt der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Geschichte, sagt man, wiederholt sich. Und bei allem Fortschritt in der Welt, so manche dummen Fehler machen wir auch immer wieder. Das ist vor 500 Jahren schon dem berühmten Martin Luther aufgefallen. Er hatte eine besondere Nähe zum Apostel Paulus. Obwohl der 1500 Jahre vor ihm lebte, hatten sie ähnliche Missstände angeprangert. Auch Paulus wehrte sich zu Beginn des Christentums gegen Zusatzregeln, die angeblich für die Gläubigen notwendig wären. Und so schreibt er, wie wir es gehört haben im Galaterbrief: Zur Freiheit hat euch Christus befreit, lasst euch doch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Und ich glaube, Paulus sprach Luther da ganz aus der Seele. In Luthers Zeit hatte die Kirche auch viele Extraregeln und Firlefanz wieder aufgelegt. Und die befreiende Botschaft, dass wir allein aus Glauben an Jesus Christus gerettet werden, die ging dabei unter. Da waren durchaus Wut und Enttäuschung, die sich bei Luther im Laufe der Zeit anstauten. Uns ist Freiheit geschenkt und ihr lasst sie euch einfach so wieder verbauen. Durch diese unwichtigen Regeln. So dachte er wohl. Das Wesentliche ist, dass sich der persönliche Glaube frei entfalten kann. Dass sie zur Freiheit in Christus befreit sind, alle Menschen. Das ist doch entscheidend. Zu Luthers Zeit empfand er die Menschen im Glauben eher eingeengt. Es wurde ihnen gesagt, was sie zur Erlösung an zusätzlichen Ablässen, Messen, Pilgerfahrten brauchten. Es ging um Gehorsam und Abhängigkeit von den wenigen Belesenen. Darum war Luther ja auch die Bildung so wichtig. Möglichst vielen Menschen möglich zu machen, selbst in der Bibel zu lesen, worauf es ankommt. Menschen in die Freiheit zu geleiten, ist gar nicht so leicht. Und was für Freiheiten genießen wir heute? Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit. Wir wählen frei unseren Beruf und unseren Lebenspartner. Von solchen Freiheiten waren viele Menschen zu Zeiten Luthers oder Paulus weit entfernt. Und doch sind wir immer noch Sklaven so mancher innerer Einstellung. So kommen wir zum Beispiel aus dem Leistungsgedanken gar nicht richtig raus. Wenn man etwas schafft, dann kriegt man was dafür. Dann hat man sich das auch verdient. Dass die Erlösung von Gott reine Gnade, also ein Geschenk ist, das kriegen wir manchmal nicht so richtig in uns rein. Und doch ist es genau der Schlüssel, der so wichtig ist. Wir sind versucht, uns abzusichern. Ich bin doch ein guter Mensch, oder? Das meiste habe ich doch ganz in Ordnung gemacht, nicht wahr? Wir suchen Bestätigung und das schon von klein auf. Zu erkennen, dass die Zusage, du, ich hab dich lieb, viel wichtiger ist. Ja, darauf kommt es an und das müssen wir, glaube ich, ein Leben lang lernen. Luther hat das mal treffend formuliert: Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als das Glück der Freiheit zu erfahren. Lass Gottes Liebe das Einzige sein, was wichtig für dich ist. Darauf kannst du dich verlassen. Diese Liebe, sie hört niemals auf. Sie ist von nichts abhängig. Das bedeutet Freiheit. Sie befreit uns von den Zwängen, Forderungen und Verlustängsten. Und wir können unser Leben ganz auf Gott konzentrieren, können es ganz anders gestalten. Aus diesem Glauben heraus können wir in der Liebe tätig sein, wie der Text auch sagt. Weil wir nichts für uns leisten müssen, sondern wirklich für andere da sein können. Zur Freiheit hat euch Christus befreit. So lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit,
auf die man hoffen muss. Denn in Jesus Christus gilt der Glaube, der in der Liebe tätig ist.